Servus, hier ist der Standteil von Wiesengaudi TV. Und du bist? Ich bin der Max, auch vom Wiesengaudi TV. Also jetzt gerade wenigstens. Ja, möchtest du auch als Moderator einsteigen? Nee, mir reicht mein Job schon eigentlich. Ja, was machst du sonst so? Ich betreibe mit zwei Freunden zusammen eine Bar in München, die heißt 089 Bar. Ist übrigens die beste Bar in München natürlich. Woher kommt der Name 089? Jetzt warte, ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Mir gefällt einfach die Zahlenfolge. Das ist die Vorwahl von München. Null Hirn, 8 Mass und 9 Madeln in einer Nacht. Ich bin der mit der 9. Die 9 Madeln in einer Nacht. Ich bin die 9 in dem Fall, ja. Ach, gut. Ja, was machst du jetzt hier noch? Ich habe heute einen Tisch mit dem Vater auf meinem Geburtstag. Einen Geburtstag von meinem Vater und ich bin schon 2 Stunden vor ihm da gewesen, deswegen lade ich schon so ein bisschen. Und ich bin eigentlich jeden Tag da. Das ist eigentlich, was heißt, was machst du da? Was machst du da? Was machst du jeden Tag hier auf der Wiesn? Ich muss meinen Stammtisch vertreten, den 089 Stammtisch. Ach so. Ja, warum bin ich dazu nicht eingeladen? Du bist eingeladen, aber du willst wahrscheinlich kommen, weil du immer busy bist und immer irgendwelche Menschen irgendwelche Fragen stellen musst. Irgendwelche Menschen wie dich nerven. Nein, nicht nerven, ich freue mich ja. Echt? Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Mit oder ohne Mikrofon. In welcher Werbung kommst du nochmal vor? Irgendwie Letta oder sowas, gell? Irgendwie Frischkäse oder sowas? Nein, jetzt im Moment ist es Geramont und Sun Tzu. Geramont und was? Sun Tzu. Ist ein neuer Sport, ja. Ganz schlimm. Nein, ist ganz nett eigentlich. Um Gottes Willen. Das darf ich gar nicht sagen. Bist du bei Facebook auch? Ja. Du auch? Ja. Sind wir da connected? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, ja. Aber du wurdest mal gelöscht, weil du irgendwie zu viele Leute eingeladen hast. Nee, das stimmt nicht. Das war mein Praktikant war schuld. Ich habe meinem Praktikanten gesagt, klar, du ein, aber so wie man es machen soll. Und er hat gedacht, er macht es einfach und hat so gemacht, wie man es nicht machen darf. Und deswegen wurde ich gelöscht. So. Ah ja. Aber weil ich so viel Zuspruch bekam von anderen wiederum, die das total scheiße fanden, dass ich nicht mehr bei Facebook bin, bin ich wieder bei Facebook jetzt. Sehr gut. Dann laden wir dich morgen zu unserer Gruppe Wiesengaudi TV ein. Wo ist die nachher? Bei Facebook. Ach so, bei Facebook. Ich dachte, ihr habt einen Tisch irgendwie, keine Ahnung, Wiesengaudi Tisch oder sowas. Habt ihr keine? Nächstes Jahr dann. Ja? Wenn die ganzen Sponsoren sich um uns reißen. Wir müssen übrigens, wir müssen eh mal quatschen, weil wir müssen nämlich zusammen einen Stand machen. Ich habe was beschlossen, mir ist was eingefallen noch. Was aber denn? Das können wir nicht vor der Kamera sagen. Doch, sag mal. Nee, das ist top secret, das wäre blöd, das würde uns jeder nachmachen. Okay. Wir machen ja was ganz Raffinettes mit 089 und so. Okay, dann ist jetzt mal abzapft hier. Abzapft? Und dann besprechen wir das, ja? Genau. Ja.